Stell dir vor, du bist krank und gehst zum Arzt. Der schickt dich aber wieder nach Hause, weil du keine Krankenversicherung hast. So wie dir geht es in Deutschland nach Schätzungen rund 800.000 Menschen. Fragst dich, wie das sein kann? Schließlich gibt es in Deutschland eine Versicherungspflicht? Ist Gesundheit nicht ein Menschenrecht? Das stimmt, doch es fallen immer wieder Menschen durch das Raster. So gibt es Selbstständige und auch viele ältere Menschen, die sich selbst versichern müssen, aber die hohen Beiträge der Krankenkassen nicht mehr leisten können. Wer Beitragsschulden hat, ist ebenfalls nur sehr eingeschränkt versichert. Dasselbe gilt für Menschen aus anderen EU-Ländern, die zum Arbeiten hergekommen sind. Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus sind hier ebenfalls nicht versichert. Auch viele der wohnungslosen Menschen haben keine Krankenversicherung. Bisher bekommen die Betroffenen ausschließlich Hilfe von ehrenamtlichen HelferInnen. Die Arbeit dieser Menschen ist sehr wichtig und muss mehr Anerkennung und Unterstützung erfahren. Allerdings ist Gesundheitsversorgung eine staatliche Aufgabe und darf nicht auf Ehrenamtliche abgewälzt werden. Wir wollen, dass alle Menschen zum Arzt gehen können und auch im Krankenhaus behandelt werden, wenn sie krank sind. Daher haben wir uns mit vielen ExpertInnen beraten. Das Ergebnis dieser Beratung haben wir als Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht. Das ist unser Lösungsvorschlag. Wir wollen hessenweit in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt Anlaufstellen für die Betroffenen schaffen. Diese Anlaufstellen sollen die Betroffenen dabei unterstützen, wieder in eine Krankenversicherung aufgenommen zu werden. Diese sogenannten Clearingstellen sollen da angeschlossen sein, wo die Betroffenen im Krankheitsfall bisher hingehen, also beispielsweise bei den Straßenambulanzen. Vor allem soll es möglich sein, dass die Betroffenen sich anonym beraten und behandeln lassen, was besonders wichtig ist für die Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus. Es wird auch Menschen geben, die akut krank sind und bei denen es länger dauert, sie wieder in die Regelversorgung zu vermitteln. Bei einigen wird es auch gar nicht klappen. Um auch diesen Menschen zu helfen, sollen die Clearingstellen befugt werden, an ÄrztInnen zu vermitteln. Die entstehenden Behandlungskosten sollen aus einem Behandlungsfonds bezahlt werden, für den wir 5 Millionen Euro vorsehen wollen. Die Linke bedankt sich bei allen, die ehrenamtlich für Menschen tätig sind, die gesundheitliche Hilfen benötigen. Um diese zu unterstützen, muss das Land Hessen endlich aktiv werden und dazu beitragen, dass Menschen wieder in die Krankenversicherung aufgenommen werden und die notwendige Behandlung bekommen. Gesundheitliche Versorgung ist ein Menschenrecht.